Hallo und willkommen bei Fortress Craft Wolf mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit. Und der Zita. Jupp. So, ich habe jetzt jede Menge Pipes. Jupp, man sieht es in unseren Leisten. Also bei der Tibra weiß ich es nicht, aber bei mir. Da. Ich habe wieder Pipes nachgefarmt, auch die bei der Tibra. Und du hast, glaube ich, auch Storage Hopper oder willst du noch welche? Ich brauche Storage Hopper. Ja. Eine ganze Menge, weil ich will die Lager erweitern, sonst kriegen wir nie aus den Geschossen des Erz raus. Ja, ich habe ein Projekt zwischenzeitlich wieder im Labor durchgeführt, beziehungsweise halt durchlaufen lassen. Jetzt schauen wir gleich, was das nächste ist. Und zwar Grün-Weiß, Nickel, Lithium, Eisen, Zinn, jeweils 128. Und schauen wir da drüben. Dann werden wir da gleich mal was reinlegen, dass das wieder startet. Ja, und wie machen wir mit der Kohle weiter? Soll ich das auch erweitern? Okay. Lithium. Eisen. Ui, da will ich nicht ausreichen. Was denn? Das Kohlelager, soll ich das auch erweitern? Zinn. Na, vorläufig mal einfach so lassen. Okay. Was ist da? Warum denn? Aha. Experimental Bots muss ich dann nachbauen. Das geht schon langsam aus. Da fehlen die. Das habe ich mir schon angeschaut, was wir brauchen dafür. Okay. Da müssen wir Crystal Clocks bauen. Wie bitte? Crystal Clocks. Okay. Ja. Wie ist denn das? Für den zweiten Kohleanreicher. Okay. Wie ist denn das bei den Jetpacks? Haben wir da eigentlich alle Materialien? Weiß man schon was? Das habe ich noch nicht gelernt. Ach, okay. Stolze. Wir haben aber eh noch kein Loch nach unten. Also. Den freue ich mich aber gut, schon. Man könnte so durch die Gegend fliegen. Genau. Und das ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir einen Treibstoff dafür haben. Ach so. Aber wie gesagt, da müssen wir nochmal lernen. Dann. Mhm. So, jetzt ja, Labor haben wir drinnen. Nächstes Projekt zu den Minecarts. Dann nehmen wir da aus dem Inventar. Das Titanium raus und das Nickel, was da herumgammelt. Ja, was haben wir seit der letzten Aufnahme gemacht? Farmen. Unter anderem, ja. Ja. Ja, ich glaube, ich habe irgendwo Mitte aufgehört. Bei Lithium und Goldanbindung, weil die waren ja noch nicht beide. Ja, genau. Ich so, jetzt habe ich das heraus, das jetzt. Und wenn man da jetzt schaut, jetzt sieht man schon, jetzt kommen auch schon Lithium und Gold automatisch nach oben. Also beide sind jetzt fertig angebunden. Im Prinzip, die, ja, so wie man es in der Aufnahme gesehen hat, ist dann weitergegangen, bis ich dann unten war. So, jetzt da räumen wir kurz die Erze rein, die da herumkugeln. Ja, ich werde den Rest auch noch runterziehen. Die Geschosse ins Lager. Jetzt wird dann wahrscheinlich unsere Sirene wieder angehen. Labor gestartet. Ja, wobei Experimental Bots, glaube ich, rennen nicht ins Labor alleine, glaube ich, überschreitet sie nicht meine Kombination und beides. Okay, sind wir eh. Genau. Wir haben eine gute Verteidigung aufgebaut, also da mache ich mir keine Gedanken. So, und das nächste, was wir jetzt dann angehen, da habe ich auch schon einige gemacht. Ich habe insgesamt 5 Lifte nachgebaut und 4 habe ich schon eingebaut. Also schon den Liftschacht erledigt. Und den letzten machen wir jetzt noch gemeinsam. Und dann sind wir auch
so weit unten, als was wir jetzt da halt sowieso auch mit der Energie waren. Also bis zu der Höhle, wo wir die Biomasse gefunden haben, beziehungsweise diese Gifthülle, die Toxikkaverne. So, genau. So, alles drinnen. Für die Hardened Machine Blocks bräuchte man ein Material. Ich habe 221 Stück, wenn du brauchst. Was denn? Hardened Machine Blocks. Nein, ich brauche keine Machine Blocks, aber es ist nichts dringend in der Produktion. Ah, okay. Die ist leer. Ja. So. So, und jetzt wird man gleich sehen, dass wir weit mehr nach unten fahren als wie bisher. Gold ist weiter. Jetzt. Was steht denn? Warum kommt der Lift noch drauf? Okay. Ist er eins zu tief oder? Nein. Jetzt geht er. Sehr merkwürdig. Was war da jetzt gerade? Weißt du was? Es ist ja nichts im Schacht drin, komisch. Und da jetzt noch nach oben wollte. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich schon alles angebunden habe. Du siehst das, da muss ich noch ausheben. Das machen wir auch gleich. Zack, zack. Also das da ist jetzt da schon einer der neuen Schächte. Und ich habe jetzt die ganzen Schächte, die jetzt da neu dazugekommen sind, habe ich immer angebunden an unseren Mittelpunkt, wo die Energiezellen runterkommen. Also das einmal auf, da sieht man schon. Okay. Trapp, ich werde dann mal kontrollieren. Zinn haben wir gesehen. Ja. So, Kohle. Zinn. So, jetzt passt's. Kupfer. Gut, dann bauen wir da kurz ein kleines Stiegenhaus, dass wir auf die gleiche Ebene kommen. Eisen. Sogar schon jede Menge drin. Also du kannst ja jederzeit Eisen und Kupfer und so gern nehmen. So. Jetzt passt wieder was rein. Nach Eisen. So, und schon haben wir die Anbindung. Kommt Lithium. Gut. Ja, da sieht man unseren Energietransport, Mittelpunkt von unserer Base. Dann ein bisschen da ab und weiter nach unten. Okay. Das ist der erste, das ist jetzt der zweite neue Lift. Auch schon angebunden, so, mit Stiegenhaus. Das muss weg. Und der dritte, da sieht man jetzt schon, dass die Steine etwas verfärben, da geht es jetzt schon Richtung toxische Quernen. Da kommt der vierte rauf. So.
Ich fahr mit. Ist da noch ein Kohlekocher dazu? So, ja, bis daher gibt es jetzt einmal Lifte. Bis 512. Die Kohle ist im Weg beim Lithium. Die muss weg. Bis 512. Moment. Gut, und jetzt bauen wir da den Schacht nach unten. Okay, Lithium. Da bauen wir einen Laser ein. Abstand. Dann drehen wir. Da wird so ein riesen Klumpen an Kupfer, dort wo ich das Lager hinbauen will. Kacke. Ja, kannst du ja ans Kupferrohr anführen. Ja. Okay, 1, 2, 3. Mhm. Da ist so viel im Weg. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen dann massiv abbauen in den Geschossen, die rausgekommen sind. Weil sonst wird es schwer, die zu nutzen. So, eine Lampe, damit wir nur was sehen. Nein, da bin ich nicht mit dem Rohr. So, den Schacht nach unten. Ah, da. 536. Alleine was überall an Kohle ist. Oh, oh, oh. Uah. Kacke. Nicht gut. Okay. Zum spät den Haken abgefeuert. Dumm gelaufen. Gerade wie ich registriert habe, dass ich da in eine Höhle reingrabe, habe ich den Block abgebaut, auf dem ich selbst gestanden bin. Gold. So. Schon wieder. Was hat der eine Lift? Ah, jetzt kommt er. Der hat Startschwierigkeiten. Ja, schaut so aus. Keine Ahnung warum. Ich aber schon. Was ist da? Kupfer. Ja, Kupfer ist auch schon ziemlich voll. Ich nehme da nur mal was raus, aber muss dann erweitern. So.
Wie man sieht, wir haben sehr viel Koffer, also muss ein großes Lager. So, ich glaube, der letzte, mit dem wir jetzt nach hinten kommen. Genau, das ist unsere Baustelle. Eisen? Mhm. Es sind ganz schöne Wege zum Zurücklegen. Lithiumgeschoss. So. Genau, da ist es im Weg. Schauen wir da mal raus, ne, bitte. Haben du ihn aufgeschlagen? So. Wie schaut denn das jetzt aus? So, jetzt werden wir da mal begradigen. Siehst du, der Job braucht aber nicht weiter. Ein bisschen leuchtet da. Gut. Und... So, das wäre, habe ich noch. Ja, ich brauche Star Chopper. So. So, jetzt bauen wir da den Liftschacht nach. Okay, das wär's einmal. Hoppla. Und ich glaube, wir sind dann schon wieder durch.
Ja, sehr viel für Gold habe ich noch nicht. Schau einmal kurz, wie viel Construction Piece das ich mit habe. Das könnte sich ausgehen, dass wir da ein Fenster einziehen. Dann sieht man da auch raus. Oh, ein Fensterchen. Ja. Dass man ein bisschen die Höhle sieht, wenn man da mit dem Lift fährt. Ich habe momentan zu wenig Construction Piece, dass man das komplett machen als Licht kann. Kommen? Lift. Nein, jetzt brauche ich. Also jetzt habe ich schon die Wände alles aufgestellt. Das mache ich dann später mal das austauschen. Okay. Außer du willst das gleich machen. Ich würde es gleich dann machen. Kannst du das natürlich. Space Window.